Neue Entdeckungen über die Sprengkraft 2. Eins. Berechnung der Häufigkeit von Gravitationswellen im Universum. Zwei. Die Struktur der Gravitationswellen und ihre Muster im Weltraum von den detailliertesten bis zu den allgemeinsten Zuständen. 3. Die Möglichkeit der Datenübertragung mit 10, 100 oder 1000-facher Lichtgeschwindigkeit im Universum. 4. Die Möglichkeit, geeignete Instrumente für die Übertragung von Daten von einem Punkt des Systems zu einem anderen durch Gravitationsströme mit einer Geschwindigkeit schneller als das Licht zu schaffen. 5. Die Möglichkeit, in Raumfahrzeugen eine der Lichtgeschwindigkeit ähnliche Geschwindigkeit zu erreichen. 6. Die Möglichkeit, in Raumschiffen eine künstliche Schwerkraft zu erzeugen, um eine geeignete Schwerkraft für die Besetzungsmitglieder zu schaffen. 7. Die Möglichkeit der Herstellung von Transportmitteln mit Hilfe der Antigravitationskraft und Gravitationshäusern. 8. Schaffung eines Gravitationskraftwerks mit Gravitationsturbinen für starke und saubere Energie überall und jederzeit. Neun. Neue Erkenntnisse über Raum und Zeit. Zehn. Mathematische und physikalische Erklärung für die Theorie von allem. 1. Berechnung der Häufigkeit von Gravitationswellen im Universum. 2. Berechnung der Gravitationsfrequenz von Sonnensystemen. 3. Berechnung der Gravitationsfrequenz zwischen Planeten und ihren Monden. 4. Berechnung der Gravitationsfrequenz zwischen Planeten. 5. Berechnung der Gravitationsfrequenz zwischen schwarzen Löchern und Innensternen. 6. Berechnung der Gravitationsfrequenz zwischen schwarzen Löchern oder zwischen Galaxien. 7. Berechnung der Gravitationsfrequenz von Sonnensystemen. Für gewöhnlich ist die Schwerkraft ein Thema, das mit Sternen, Planeten und Innenmonden zu tun hat. In der Tat ist die Schwerkraft die Wechselwirkung zwischen Sternen und Innenplaneten sowie Planeten und ihren Monden, die sich auf einer bestimmten Umlaufbahn mit einer im Allgemeinen konstanten Geschwindigkeit bewegen. Außerdem haben sie regelmäßige und ausgeglichene Strukturen. Für Strukturen, deren Bahnen ausgeglichen sind, können also die folgenden Bedingungen berücksichtigt werden. Die Summierung der Kräfte, die auf die Planeten wirken, entspricht der Summierung der Kräfte, die auf die Sterne wirken. Betrachtet man das Gleichgewicht zwischen den Planeten und dem Zentralstern, so kann man sagen, dass die Wirkung dieser beiden Kräfte aufeinander immer gleich ist und ihr Wert gleich Null ist.
Dieser besondere Zustand vermittelt das Konzept, dass die ausgewogene Struktur auf die Wirkung der gravitativen elektromagnetischen Wellen zwischen dem Stern und dem Planeten zurückzuführen ist, dass die gravitativen elektromagnetischen Wellen dieser Struktur stabilisieren. Man kann sogar sagen, dass die Stabilität der Struktur zwischen dem Stern und dem Planeten nicht so wäre, wenn es keine elektromagnetischen Gravitationswellen gäbe. Daraus ergibt sich die folgende spezielle Beziehung. Die kinetische Energie ist gleich der Gravitationsenergie. Die Beziehung zwischen der Energie eines Planeten und den elektromagnetischen Wellen ist also wie folgt. Dabei ist n die Anzahl der Kraftlinien, die durch die Oberfläche des Planeten verlaufen. Anmerkung: Nach der betrachteten Energie der Photonen, die lautet Primärenergie bis Rotationsenergie gleich effektiv. Diese Formel hat sich als Formel für die Energie von Photonen und elektromagnetischen Wellen bewährt und wurde bereits veröffentlicht und in Umlauf gebracht. Die Beziehung zwischen der Energie eines Planeten und elektromagnetischen Wellen ist, wobei n die Anzahl der Kraftlinien ist, die durch die Oberfläche der Kugel verlaufen. Wir haben also und schließlich wird die Gravitationsfrequenz gleich sein. Nach der letzten Formel berechnen wir nun die Gravitationsfrequenz zwischen Erde und Sonne. Und der berechnete Betrag der Gravitationsfrequenz zwischen der Sonne und den Planeten des Sonnensystems sollte wie folgt sein. Den Ergebnissen zufolge wird die Position der Gravitationswellen im elektromagnetischen Wellenspektrum wie folgt aussehen. Welch eine Freude, das Universum durch ein Gravitationsauge zu beobachten. Mit anderen Worten, Gravitationswellen mit Auge zu sehen. Wichtige Hinweise. 1. Auch wenn es scheint, dass die Eigenschaften des Zentralsterns in der obigen Beziehung nicht berücksichtigt werden, so ist auch anzumerken, dass die Wirkung der Kraft des Zentralsterns in der Geschwindigkeit v des Planeten berücksichtigt wird. Man kann auch sagen, dass die Geschwindigkeit der Planeten die Wirkung der Kraft des Zentralsterns ist. 2. Gravitationswellen können als fehlende, starke, reichlich vorhandene und effektive Wellen betrachtet werden, aber sie sind nicht vernehmbar. 3. Man sollte beachten, dass Gravitationswellen sehr viel Energie und Leistung haben können, wie die Umwandlung von Wasserstoff in Helium in Sternen. Die Energie dieser Gravitationswellen kann auf der Erde als Energiequelle genutzt werden. 4. Im Vergleich dazu erzeugt ein angemessenes Maß an Gravitationsstromen so viel Energie wie ein Kernkraftwerk. 5. Die Tatsache, dass es eine starke und stabile Schwerkraft gibt, die die Stabilität der bestehenden Struktur in Sonnensystemen, Galaxien und so weiter gibt, ist an sich schon ein Grund, die Existenz von schwarzen Löchern zu beweisen. 6. Entscheidend ist, dass wir durch die Gravitationsfrequenz von Planeten, Sternen, schwarzen Löchern und so weiter mehr Informationen über sie erhalten können. In der Tat können wir sagen, dass die Gravitationsfrequenz eines Planeten, eines schwarzen Lochs, eines Sterns und so weiter die lebendige Seele von ihnen ist.
Wenn wir zum Beispiel die Frequenz eines schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße berechnen können, erhalten wir ein Gesamtbild dieses schwarzen Lochs. Man kann sogar sagen, dass die Frequenzen dieses schwarzen Lochs uns die Bilder dieses schwarzen Lochs zeigen. Zwar kann kein sichtbares Licht von schwarzen Lochs empfangen werden, aber mit dieser Methode können 90 Punkte der inneren und äußeren Merkmale des schwarzen Lochs gesehen werden. Fazit: Gemäß dem vorgestellten Inhalt kann man sagen, dass die Beziehung zwischen einem Stern und den ihnen umgebenden Planeten durch Gravitationswellen oder die Kraftlinien oder den Gravitationsstrom erfolgt, die sich vom Stern lösen, in den Planeten eindringen und zum Stern zurückkehren. Dieser permanente Kreislauf hat eine permanente Wirkung. Es sollte beachtet werden, dass Gravitationswellen von Sternen erzeugt werden und wir die Schwerkraft von Planeten mit der Schlagenschwerkraft messen müssen. Genauso wie es zwei Pole geben muss, um ein Magnetfeld zu haben, machen Gravitationswellen oder Gravitationsströme keinen Sinn. Wenn wir nur einen einzigen Stern oder eine einzige Sonne haben, B. Berechnung der Gravitationsfrequenz zwischen Planeten und ihren Monden. Bei Gravitationswellen sollten die folgenden Hinweise beachtet werden. 1. Die wichtigsten Gravitationswellen. Es handelt sich dabei um Wellen, die den Sternen verlassen, in den Planeten dieses Sternes eindringen und weiter zum Stern zurückkehren. Ihre Frequenzen liegen zwischen 10 hoch 17 und 10 hoch 20. 2. Subgravitationswellen. Es handelt sich um Wellen, die von einem Planeten zu einem natürlichen Satelliten oder anderen Planeten wandern und wieder zum Planeten zurückkehren. Dieser Zyklus verläuft vom Planet zu Planet oder vom Planet zu natürlichem Satellit. Es ist klar, dass die Frequenz der Subgravitationswellen niedriger ist als die Frequenz der Hauptgravitationswellen des Planeten. Ein Beispiel zum besseren Verständnis ist, wenn ein strahlendes Photon von der Sonne ausgestrahlt wird, ist seine Geschwindigkeit c. Doch je nach dem Umgebungsgebunden nimmt seine Geschwindigkeit ab. Man kann sagen, dass bei Subgravitationswellen die kinetische Energie der Wellen abnimmt. Infolgedessen scheint auch ihre Frequenz abzunehmen. Tatsächlich ist die Struktur der Gravitationswellen zwar immer konstant, aber wenn die kinetische Energie abnimmt, nimmt auch die Frequenz ab. Gemäß den obigen Ausführungen und der nachgewiesenen Frequenzrelation in Sonnensystemen. Die Parameter sind Masse, Radius und Geschwindigkeit des Planeten um den Zentralstern. Die Beziehung zwischen dem Planeten und seinem Mond ist wie folgt. Man sollte beachten, dass die ursprüngliche Schwerkraft zwischen Sonne und Planeten besteht, von der nur ein Teil auf den Mond des Planeten übertragen wird. Die Hauptgravitation liegt also zwischen dem Stern und dem Planeten. Und die geringere zwischen dem Planeten und seinen Monden. Die Menge des Stroms, die vom Planeten auf den Mond übertragen wird, deckt also nicht immer die gesamte Oberfläche des Mondes ab und nur ein Prozentsatz des anfänglichen Gravitationsstroms durchläuft den Mond. Um die Häufigkeit der Gravitationswellen zwischen Monden und Planeten zu berechnen, müssen wir daher einen Koeffizienten definieren, den sogenannten abnehmenden Koeffizient k, der im Nenner der Beziehung enthalten ist. Zum Beispiel sind die Werte der Gravitationsfrequenzen zwischen den Planeten des Sonnensystems und einigen ihrer Monde wie folgt. Die Struktur der Gravitationswellen und ihre Muster im Weltraum
von den detailliertesten bis zu den allgemeinsten Zuständen. Da das Photon die Grundlage des Universums ist, und jede Struktur aus Photonen aufgebaut ist, ist auch die Natur der Gravitationswellen das Photon und ihre Struktur basiert auf der Bewegung von Photonen. Bei den Gravitationswellen werden die Photonen durch die Gravitationswirkung der Planeten von den Sternen getrennt so dass ihre äußere Bewegung mit ihrer inneren Bewegung oder ihrem subrichteren Zustand verlachten ist und die Länge kontinuierliche Reihe von Photonen bildet. Man kann sogar sagen, dass in der Umgebung des Sonnenplasmas die äußere Bewegung eines Photons mit seiner inneren Bewegung konfigiert und sie führt zu konfigurierenden Photonen und bildet eine einzige Superringstruktur, die ringförmig miteinander verbunden ist und sich zwischen dem Stern und dem Planeten bewegt. In linearer Richtung sind die Gravitationsströme fest und gleichmäßig und die senkrechte Richtung haben sie die Eigenschaft der Krümmung. Es sollte beachtet werden, dass in der Natur die Produktion von Photonen nur in Sternen stattfindet. Manchmal werden sie zu sichtbaren Photonen oder anderes gesagt zu strahlenden Photonen. Und manchmal zu verschränkten Photonen oder Gravitationsphotonen. Photonen mit einer Frequenz unterhalb des sichtbaren Spektrums werden als Infrarot und hohe Frequenzen als Ultraviolett bezeichnet. Und die Gravitationswellen sind in der Tat die elektromagnetischen Photonen mit einer besonderen Eigenschaft der Kontinuität. Bei der Verteilung von Gravitationswellen oder Gravitationsflüssen oder Gravitationsgraflinien befinden sich die meisten Gravitationswellen zwischen dem Stern und seinem Planeten. Und ein geringerer Teil teilt sich zwischen dem Planeten und seinem Mond auf. Es sei darauf hinweisen, dass sich die Gravitationswellen über das gesamte System zwischen der Sonne und den Planeten und ihren Monden. So wie zwischen den Planeten untereinander verteilt haben.
Auf diese Weise hat sich eine zusammenhängende Menge von Gravitationsströmen gebildet. Die Möglichkeit der Datenübertragung mit 10, 100 oder 1000-facher Lichtgeschwindigkeit im Universum. Gemäß der Kontinuität von Gravitationswellen in jedem System kann diese Kontinuität zur Übertragung von Daten genutzt werden. Die Gravitationskraft ist in Sonnensystemen immer vorhanden und die Gravitationsströme sind immer verbunden und setzen sich von den Sternen zu den Planeten fort. Von den Planeten zu den Monden und von den Planeten zu den Planeten. So können Daten durch diesen Strom in alle Teile von Sonnensystemen, Galaxien und so weiter übertragen werden. Wenn wir über einen geeigneten Sender verfügen, der die Fähigkeit hat, mit einer bestimmten Gravitationswelle im Gleichgewicht zu schwingen, können wir jede Art von Information vom Sender auf die Gravitationswellen übertragen und auf der anderen Seite vom Empfänger empfangen. Man kann davon ausgehen, dass die linke Person die Erde und die rechte der Mars ist. Damit kann dieses dünne Kabel problemlos zwei Personen mit einer Masse von etwa 1000 Kilogramm auswählen. Nehmen wir an, dieses Kabel ist der Gravitationsfluss, der die beiden Planeten miteinander verbindet. Man kann leicht erkennen, dass die Wirkung, die sie aufeinander haben, die stabile, feste und unterbildliche Wirkung ist. Das Interessante an diesem Bild ist, dass das Kabel des Gravitationsflusses die Fähigkeit hat, Daten mit der geringsten Energie und leicht zu übertragen. Anderes ausgedrückt, wenn wir irgendwo auf dem Weg Gravitationsflusskabels einwirken, kann es sich aufgrund der Kontinuität dieses Kabels bewegen und diesen Effekt übertragen. Dieses Kabel hat die Fähigkeit, jede Wirkung sofort zu übertragen, auch über die weiteste Entfernung. Das Besondere an den Gravitationswellen ist ihre Kontinuität und ihre Empfindlichkeit, die es ermöglicht, dass ein Bündel dieser Wellen leicht reflektiert wird, den gesamten Feld abdeckt und in einem Bruchteil einer Sekunde eine Übertragung stattfinden kann. Das bemerkenswert ist, dass die Gravitationswellen kontinuierlich sind und sich von Planet zu Planet erstrecken wie ein festes und stabiles Kabel. Das heißt, wenn man diesem unsichtbaren Gravitationskabel eine Information gibt, wird sie einen Bruchteil einer Sekunde übertragen. Es ist klar, dass in diesem Modell die Gravitationswellen, selbst wenn sie Milliarden von Kilometern voneinander entfernt sind, die gegebenen Schwingungen mit einer Geschwindigkeit, die schneller als das Licht ist, an diese Leistung übertragen. Die Möglichkeit, im Raumfahrzeugen eine der Lichtgeschwindigkeit ähnliche Geschwindigkeit zu erreichen. Aufgrund der Gravitationsströme oder Kraftlinien, die eine bestimmte Struktur, einen bestimmten Kreislauf und ein bestimmtes Netzwerk haben. Kann sich das Raumschiff überall dort, wo es sich entlage dieser Kraftlinien befindet und eine günstige Frequenz hat, mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung der Gravitationskraftlinien oder Gravitationsströme bewegen. Man kann sagen, dass die Gravitationslinien eine unsichtbare Straße für Raumschiffe sind.
Da sich die Gravitationslinien oder Gravitationsströme mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, können Sie das Raumschiff mit einer Geschwindigkeit nahe der Lichtgeschwindigkeit in einem Korridor von der Größe der Oberfläche eines Planeten bewegen. Schaffung eines Gravitationskraftwerks mit Gravitationsturbinen für starke und saubere Energie überall und jederzeit. Wenn man davon ausgeht, dass die kinetische Energie der Planeten die folgende Beziehung zur Gravitationsenergie hat, lässt sich daraus schließen, dass die Energie, die durch die Erdoberfläche fließt, wie folgt aussieht. Dies ist die Energie der Gravitationswellen, die die Erdoberfläche auf einem Quadratmeter durchqueren. Es ist zu beachten, dass diese Energie so groß und so effizient ist. Wenn diese Energie genutzt werden kann, kann überall und zu jeder Zeit kostengünstige, saubere und dauerhafte Energie erzeugt werden. Verschiedene Methoden der Nutzung von Gravitationswellen zur Energiegewinnung. Erste Methode: Das richtige Hindernis schaffen. Mit Hilfe von Metallregungen kann eine Platte geschaffen werden, auf die die Kraftlinien einwirken und dabei Energie erzeugen können, so wie der Wind, der auf Turbinen und Segel trifft. Zweite Methode: Die Frequenz mit den Kraftlinien synchronisieren. Wenn wir entsprechend im Frequenzbereich der Gravitationswellen ein Gerät entwickelt können, das mit den Gravitationslinien und ihre Schwingungen schwingt oder sich synchronisiert, wenn es sich bewegt, kann es Energie absorbieren und sie nutzen. Dritte Methode: Erzeugung eines Gravitationswerks. Da wir wissen, dass Gravitationswellen ein spezielles festes Gitter haben, können wir auch Energie erzeugen, wenn wir ein ähnliches Gitter schaffen können. Diesen Anregung: Während des Durchgangs des Gravitationswellengitters Energie absorbiert. Neue Erkenntnisse über Raum und Zeit. Angesichts der Bedeutung des Wortes Zeit erklärt es, wie der Zustand eines Subjekts und einer Handlung ist. Man kann sogar sagen, dass Zeit die physikalischen Zustände beschreibt. Wenn zum Beispiel ein bestimmtes Objekt mit einer bestimmten Geschwindigkeit am Ziel ankommt, drücken wir damit aus, wie das Objekt und der Urheber der Handlung angekommen sind, schnell, langsam und so weiter. Wenn wir das globale Konzept der Zeit beobachten wollten, mussten wir es in einem Raum untersuchen, in dem kein Objekt existiert, das heißt in einem Vakuum. Da es dort keine Masse und keine Bewegung gibt und absolute Stille herrscht, können wir sagen, dass die Zeit nicht fließt. In einem solchen Fall kann das Vorzeit nicht in Betracht gezogen werden. Aber wenn es eine Masse gibt und sie sich verhindert hat, mit anderen Worten, es gibt einen Prozent von der Vergangenheit in die Zukunft, kann das Wort Zeit verhindert werden. Für diejenigen, die fortfahren, sind die Prinzipien der Zeit wie folgt. 1. Die Existenz von Masse. 2. Verschiebung oder Veränderung der Masse von Mikro zu Makro oder von Makro zu Mikro. 3. Stellen Sie sich den Anfang vor oder anderes ausgedruckt den Beginn. Zum Beispiel ist der Tag plus Nacht die Zeit, die durch die Rotation der Erde um sich selbst entsteht,
Und das Jahr ist eine Zeit, die durch die vollständige Drehung der Erde um die Sonne definiert ist. Zur weiteren Erläuterung können wir das Beispiel der Zeit anführen, als die Erde erschaffen wurde und dass es für 1,5 Milliarden Jahre zuvor keine Zeit für die Erde gab. Es sollte beachtet werden, dass sich zu verschiedenen Zeiten Galaxien bilden und einige verschiedene. Das gleiche gilt für die Sterne. Wenn zum Beispiel eine Materie brennt, geht sie tatsächlich von einem Zustand in einem anderen über und ein Teil ihrer Masse nimmt zu oder ab. Aber die Zeit, der man keine Essenz zuschreiben kann, ist kein Prinzip. Sie ist ein Subelementparameter und ihre Existenz ein Teil der Beschreibung, die die Welt der Physik liefert. Es hat keine Essenz, seine Messungen ändern sich nicht. Darauf muss bei den Berechnungen geachtet werden. Zur weiteren Erklärung können wir uns ein Objekt vorstellen, das sich auf einer schiefen Ebene von Punkt A zu Punkt B bewegt. Es gibt also eine Verschiebung, eine verstrichene Zeit, aber keine Veränderung der Essenz des Objekts. Man muss darauf hinweisen, dass die Zeit in physikalischen Gleichungen ein Unterelement ohne Essenz ist und dass es falsch ist, sie als essentiell zu betrachten. Wenn es keine Masse gibt und sie sich auch nicht bewegt, hat die Zeit keine Bedeutung. In physikalischen Phänomenen hat die Zeit manchmal keine Bedeutung, wie zum Beispiel am Anfang des Urknalls. Oder bei der Absorption thermischer Energie von der Sonne, wo ihre Entfernung, ihre Position im Verhältnis zur Erde und der Parameter der Zeit keine Rolle spielen. Was oben über die Zeit gesagt wurde, gilt auch für die Entfernung. Nehmen Sie das Beispiel eines Steins, der in ein Fahrzeug geladen und von einem Ort zum anderen transportiert wird. Es ist eine Zeit vergangen, eine Strecke wurde zurückgelegt, aber die Masse hat sich nicht verändert. Es sei darauf hinweisen, dass die Entfernung wie die Zeit ein zusätzlicher Parameter ist und dass sie keine Essenz hat. Das heißt, sie hat keinen Einfluss auf die Masse, weder verringert noch erhöht sich diese. Da die Masse jedoch Essenz und Energie in sich trägt, erzeugt ihre Verschiebung eine Zeit und eine Entfernung. Die Drehung der Erde um sich selbst zum Beispiel schafft Tag und Nacht, aber sie schafft keine Masse. Oder die Drehung der Erde um die Sonne wird als Jahr bezeichnet. Aber diese Drehung hat keinen Einfluss auf die Masse der Erde. Vielmehr sind es die Veränderungen der Masse der Erde, die das Jahr und den Monat erzeugen. Mit anderen Worten, die Definition der Geschwindigkeit ist das Verhältnis von Verschiebung und Zeitveränderung, was eine korrekte Aussage ist, aber keine Auswirkung auf die Masse hat. Denn das Verhältnis eines Essenlosen zu einem anderen Essenlosen ist essenlos. Entfernung und Zeit haben keinen Einfluss auf die Masse, aber es ist die Masse, die Entfernung und Zeit beeinflusst. Daher basiert das Prinzip der Stabilität des Universums auf der Masse und Aussagen wie die, dass je schneller die Geschwindigkeit, desto mehr Masse sind bedeutungslos. Das Prinzip für das Überleben des Universums ist die Existenz von Masse und ihre Veränderungen nach außen und innen. Hinweis: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Masse Zeit, Position und Verschiebung erzeugt. Während Zeit und Verschiebung keine Masse erzeugen können. Mathematische und physikalische Erklärung für die Theorie von allem. Wenn wir ein Sonnensystem wie unser System betrachten, und uns die Beziehung zwischen der Sonne und der Erde ansehen, sehen wir, dass sich die Erde immer auf einer geschlossenen Kreisbahn um die Sonne dreht. Aufgrund dieser stabilen Struktur können die folgenden Beziehungen betrachtet werden. Die kinetische Energie ist also gleich der Energie der Gravitationswelle oder der Energie der Gravitationsströmung.
Da das die Sparrenlicht eigentlich dasselbe ist wie die Strahlungsenergie, können wir die folgende Beziehung mit elektromagnetischen Wellen schreiben. Strahlungsenergie ist gleich elektromagnetische Energie. Da die Formel E ist gleich mc² bei Kernexplosion gilt und bedeutet, dass die gesamte Masse in Photonen umgewandelt wird, können wir davon ausgehen, dass die Kern- und Strahlungsenergie von Photonen gleich ist. Also Kernenergie ist gleich Strahlungsenergie. Dabei ist n die Anzahl der Photonen in einem Objekt mit der Masse m. In der Tat wird in globulären elektrische Energie in Strahlungsenergie umgewandelt. Also Strahlungsenergie ist gleich elektrische Energie. Wobei n die Anzahl der von der Lampe emittierten Photonen ist. Da in Transformatoren die magnetische Energie immer in elektrische Energie umgewandelt wird, gilt Folgendes. Elektrische Energie ist gleich magnetische Energie. Man kann also sagen, dass alle Energie gleich, gleichwertig und identisch sind. Wir können also die folgende umfassende Gleichung aufstellen. Zahle der Gleichung von Alm-Theorie oder die Gleichung der Perimia-Energie, Tabelle von Urknall bis heute.